Und wir gehen mit Riesenschritten jetzt zum Thema Bildungs-/Infra/Strukturen für die digitale Transformation. Digitale Bildung im Schnittbereich von Industrie 4.0 und KI. Jetzt geht es mit Johannes Schleiß. Digital, wir brauchen noch 30 Sekunden, machen wir gleich. Also ich finde euch fabelhaft, dass ihr so viel Aufmerksamkeit habt. Wir haben einen großen Raum. Alexander Reichenbach fängt an. Was erzähle ich denn gerade hier? Jetzt fehlt mir der Zettel zum ersten Mal. Was erzähle ich denn hier? Alexander Reichenbach fängt an. Da habe ich irgendwas verdreht. Also, Alexander Reichenbach fängt an. Ah ja, das wäre also jetzt. Darf ich jetzt loslegen, liebe Juliane? Ich warte noch 10 Sekunden. Wir müssen noch den Raum starten. Ah, ich dachte, dass alle Lightning Talks in einer Bubble sind. Wir starten aber jetzt den nächsten digitalen Raum. Deswegen freue ich mich jetzt gleich. Also, das ist toll, wenn man so ein In-Ear hat. Das sind aber noch Menschen, die da sprechen. Bald sprechen da dann vielleicht auch die KIs zu mir. Mal gucken. Also, wir gehen auf alle Fälle in die Zielgeraden. Das ist sind die letzten 3 Lightning Talks, bevor wir dann zu Christian Spannagel kommen mit KI-Chatbots als Lern- und Lehrassistierende an der Hochschule 17 bis 17.30 Uhr. Und dann machen wir diesen schönen und reichhaltigen Sack zu. Und jetzt müsst ihr mir sagen, ob ich starten darf. Kind of. Ja, tausend Dank. So, jetzt hoffentlich ist es richtig. Es geht um ein Projekt der Hochschule Heilbronn, das die Aufgabe hat, einen interdisziplinären und fakultätsübergreifenden Studiengang für angewandte künstliche Intelligenz zu entwickeln. Und diese Session nimmt euch jetzt mit um die Challenge der fakultäts- und disziplinübergreifenden Zusammenarbeit. Das hatten wir schon mehrfach, aber das werden wir jetzt vertiefen. Und zwar wird jetzt Alexander Reichenbach von der School of Applied Artificial Intelligence, der SAAI, an der Hochschule Heilbronn neugierig sein, eure Fragen danach im Ask Me Anything-Modus entgegenzunehmen. Also, die Bühne gehört dir für die nächsten 5 Minuten. Here we are. Hier ist sie. So, hört mich jeder? Wunderbar. So, herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf. Alex Reichenbach, mein Name. Danke für die schöne Vorstellung. So. Ah, nein. Ah, perfekt. Gut. Womit ich immer wieder konfrontiert werde, ist, KI, dafür braucht man doch Informatiker. Jeder, der KI macht, ist Informatiker. Well, als Informatiker kann ich da nicht so ganz zustimmen, denn KI ist zwar Informatik, ist Mathematik, das brauchen wir alles im Hintergrund, aber ohne Daten und ohne das Domänenwissen der Daten ist KI halt auch wieder gar nichts. Deswegen haben sich ein paar Professoren der Hochschule Heilbronn vor ein paar Jahren zusammengetan, um genau hinter dieser Prämisse etwas aufzuziehen, das bei uns so noch nicht da gewesen ist und das sämtliche Fakultäten überspannen soll. Ich meine, die KI-Landschaft aktuell muss ich wahrscheinlich nicht großartig was drüber sagen. Es ist ein zukunftsträchtiges Querschnittsthema. Es gibt viele, viele Studienangebote, die irgendwie, irgendwo, irgendetwas mit KI oder Data Science zu tun haben. Den ersten wirklichen KI-Studiengang gibt es erst seit Wintersemester 19/20. Dann haben wir uns mal bei uns umgeschaut, wie viel KI-nahe Fächer es denn an der Hochschule Heilbronn gibt. Und wir haben gesehen, viele. In jeder Fakultät hat jeder irgendetwas gemacht, was mit KI zu tun hat, was irgendwie man für KI braucht. Sowohl in den technischen als auch in den nicht technischen Fakultäten. Und wenn wir uns jetzt angucken, unsere Studierenden studieren ja nicht für irgendetwas, sondern um danach tolle Jobs zu finden. Der Bedarf in der Wirtschaft ist durchaus da. Wow, 5 Minuten sind kurz. Dann komme ich auch einfach direkt mal zu dem Kern unserer Geschichte. Das ist unsere Vision, die Hochschule Heilbronn School of Applied Artificial Intelligence, die man hier zentral sieht, die fußt fachlich auf 4 Säulen, kann man übrigens auch online sehen, das heißt, Sie müssen es gar nicht abfotografieren.
Das sind einmal die Säulen der Grundlagen für die KI, wo definitiv Informatik und Mathematik drin ist. In der Kern-KI natürlich auch. Ganz wichtig aber auch KI in der Anwendung und KI in der Gesellschaft, weil KI geht ja im Endeffekt jeden etwas an. Und diese sogenannte KI-School ist jetzt auch nichts, was irgendwie auf der grünen Wiese stehen soll, sondern die ist natürlich als Hochschuleinrichtung eingebettet und eng verzahnt mit sämtlichen Fakultäten, aber auch mit den Forschungseinrichtungen. Und wir hören nicht bei der Hochschulbildung auf, sondern wir fangen direkt schon mit Schülerangeboten an, gehen in Firmen, gehen in die Gesellschaft raus. Und nachdem man mit dem Master fertig ist, kann man auch Promotion weitermachen, beziehungsweise im Rahmen des lebenslangen Lernens. Dann denken wir auch aktuell Weiterbildungsangebote an und in öffentlichen Veranstaltungen tragen wir KI-Wissen und KI-Kompetenz auch in die Gesellschaft rein. Und zufälligerweise hatte das Bundesministerium eine ähnliche Idee wie wir, dass sowas eigentlich ganz cool wäre, solche KI-Initiativen auszuziehen, hat deswegen sowas auch gefundet. Und wir haben es geschafft, mit unserer Idee entsprechend Geld einzuwerben und können nun in 4 Jahren tatsächlich tatkräftig mit unseren Projektmitarbeitern diesen Traum, diese Vision auch verwirklichen. Und um zu zeigen, dass das nicht nur interdisziplinär ein Lippenbekenntnis ist, sondern es tatsächlich sehr, sehr interdisziplinär zugeht, das sind die Beteiligten dieser School. Und in Klammern sieht man immer die jeweiligen Fakultäten. Wir sind tatsächlich über sämtliche Heilbronner Fakultäten der Hochschule Heilbronn verteilt und jeder von uns macht KI. Und ich bin schon durch und das war's im Prinzip auch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tausend Dank für das super Timekeeping. Wir sehen uns nachher für die Fragen. Tausend Dank, liebe Alexandra. Wir kommen jetzt zum nächsten Lightning Talk und zwar mit Johannes und Stefan. Es geht jetzt um den Einsatz von Praxisprojekten in der Lehre, die ein praxisnahes Lernen und Verbindung zur realen Welt ermöglichen. Aber bei KI als Tool sind die Methoden in der Entwicklung häufig ressourcen- und zeitintensiv. Deswegen ist es jetzt super interessant und wichtig, über offene Online-Repositories für Anwendungsgebiete in der KI-Lehre zu sprechen, weil das eine Grundlage für wiederverwendbare, gemeinsam nutzbare und durchsuchbare Bildungsprojekte als offene Bildungsmaterialien ermöglicht. Johannes Schleiß ist Digital Changemaker beim Hochschulforum Digitalisierung remote zugeschaltet und Stefan Göllner ist gleich hier als AI Expert Lab Manager beim KI Campus. Herzlich willkommen. Bam. Ach, du bist es ja. Oh, ja, Stefan Göllner. Natürlich Stefan. Danke. Ich bin jetzt auch mal auf der Bühne. Ganz toll, auch mal die Perspektive zu haben. Sieht einfach toll aus in beiden Richtungen. Und das Projekt, das wir vorstellen, mit Johannes. Hallo Johannes, aus Berlin zugeschaltet. Der ist nämlich auf der Hauptbühne dort. Irgendwie verpassen wir uns immer, habe ich den Eindruck. Aber das ist toll, dass wir hier wirklich mal die beiden Festivalstandorte sozusagen auch zusammenbringen können live. Yes. Kurzer Applaus für Johannes vielleicht. Ja. Dankeschön. Gut, also was stellen wir vor? Wir haben ein Fellowship-Programm mit dem KI Campus etabliert. Das läuft jetzt schon mittlerweile im 3. Jahr. Und im letzten Jahr haben wir bewusst einen Schwerpunkt gesetzt auf Praxisprojekte. Wir wollten sehen, wie kann man KI praktisch lehren. Und da gibt es eben doch viele Lernende, die das auch sehr wichtig finden und ihren Studierenden ermöglichen wollen, eben weniger eigentlich sich mit den Lehrmaterialien zu beschäftigen, Vorlesungen anzuschauen, sondern die sollen selber machen und über das Machen lernen. Und das passt sehr gut zusammen mit dem KI Campus, weil wir eben auch asynchron diese Lernmaterialien zur Verfügung stellen und das dann kann man perfekt verbinden und die Zeit eben nutzen, um das praktische Lernen zu demonstrieren, durchzuführen, da Angebote zu machen und Hilfestellung zu geben. So viel zur Einführung. So. Dann hat sich eine Taskforce gebildet, der Johannes eben auch Mitglied war. Und er erklärt jetzt mal, was es mit diesem Repository auf sich hat. Johannes, du bist dran. Cool. Ja, wunderbar. Hallo auch von meiner Seite, hallo aus Berlin. Und ja,
Warum braucht es eigentlich einen Austausch, eine Austauschplattform für KI-Praxisprojekte? Als wir das Fellowship gestartet haben, haben wir festgestellt, wir sind interdisziplinär unterwegs. Wir haben eine Verbindung gehabt, nämlich, dass wir alle Anwendung wollten. Wir wollten alle Praxisprojekte in der Lehre umsetzen und haben gemerkt, eigentlich braucht es einen Austausch. Wir haben ähnliche Probleme. Wir haben uns auch gegenseitig sehr inspiriert und wir haben uns die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich noch keine Austauschplattform, auf der man vielleicht nachschauen kann, was machen denn andere Lehrende in Studiengängen, also so ähnlich wie es auch OERs schon gibt, auf dem KI Campus ja sehr viele, das Gleiche eigentlich für Praxisprojekte. Und ja, von der Idee zur Umsetzung haben wir uns gedacht, naja, lass uns doch einmal überlegen, was würde es brauchen und was könnten wir damit erreichen? Und mal hier weiterklicken, genau. Was leistet so ein offenes Repository? Ein offenes Repository leistet zum einen Struktur und Anlaufstelle zu geben. Das heißt, wir stellen uns vor, wenn man ein Projekt machen möchte, schaut man als erstes auf dem Praxisprojekte-Repository vom KI Campus, sucht sich Inspiration und hat eben auch eine Auffindbarkeit von Projekten, weil diese strukturiert sind. Man kann sie durchsuchen, man kann auch filtern. Und das bringt eben diesen Community-Gedanken, den wir irgendwie auch in Deutschland leben wollen. Wir sind hier zusammengekommen, gerade KI Campus Stage. Irgendwie begeistern wir uns für KI-Lehre. Wie können wir das ins Praktische umsetzen und eben dieses Angebot auch sichtbar machen? Und Stefan zeigt euch jetzt mal, wie die Beta-Prototyp noch aussieht. Genau, danke Johannes. Die letzte Minute läuft schon. Also man merkt doch, 5 Minuten hier oben fühlen sich noch viel kürzer an. Wie funktioniert das Projektarchiv? Ich zeige das direkt mal. Hier ist nämlich der Prototyp, den wir jetzt auch schon veröffentlicht haben. Das heißt, gleich zeige ich auch noch einen Link, wo man das dann direkt dahin gehen kann und sich das anschauen. Da sind noch nicht viele Projekte drin. Man sieht, das ist aber einfach aufgebaut. Wir haben eine Kachelansicht, da sind die Projekte kurz anskizziert und dann gibt es eben detaillierte Ansichten, wo man die Informationen dann umfangreich anschauen kann. Es ist also nicht viel Text, das ist knapp gehalten. Es geht am Ende auch darum, die Leute, die das Projekt gemacht haben, kontaktieren zu können und mit denen in einen Austausch zu gehen und zu fragen, wie habt denn ihr die praktischen Projekte, wie habt ihr praktisch das eingesetzt, was haben eure Studierenden getan, wie ist das mit den ganzen Rahmenbedingungen, die man da auch beachten muss. So, hier nochmal schnell weiter. Wie kann man jetzt sich hier beteiligen? Das muss ich natürlich in den letzten 6 Sekunden noch sagen. Jeder kann nämlich mitmachen. Es gibt einen Punkt Projekt beitragen, dann kriege ich ein Formular, fülle das aus, wir prüfen das einmal und schon ist dieses Projekt für alle verfügbar. Also das ist ein ganz einfaches Ding. Ich kann nur auffordern, macht mit, wenn ihr das für sinnvoll haltet und gebt uns Feedback, was wir besser machen können und vielleicht entsteht daraus ein interessanter kleiner Satellit oder eine funktionale interessante Erweiterung, um den KI Campus noch besser zu etablieren und eben wirklich in die Lehre reinzutragen, was wir ja auch erreichen wollen. Hier ist der QR-Code, wer schnell ist, kann den noch schnell abscannen und dann hoffe ich, dass wir da mit weiterkommen. Dankeschön. Danke, danke Stefan, danke Johannes. Nicht weggehen, wir brauchen euch gleich noch nach dem letzten Lightning Talk. Ich freue mich jetzt, dass wir verbunden sind mit Sona Emek als Leiter des KI-Service-Zentrums des Hasso-Plattner-Instituts. Und er stellt jetzt eine Studie vor, mit der Netzwerke und AkteurInnen befragt wurden, die gegenwärtig innovative Ansätze zur Bildung und Weiterbildung KI für Industrie für 4.0 entwickeln. Und die Studie fragt jetzt nach Wertschöpfungspotenzialen, welche Weiterqualifizierungsziele braucht es in Unternehmen und wie können Hochschul- und Unternehmensnetzwerke ihre Bildungsziele über die Entwicklung und die Nutzung offener, digitaler, gemeinsamer Lernangebote, wir knüpfen direkt daran an, erreichen. Also herzlich willkommen, lieber Sona. Ich weiß jetzt gar nicht, sind wir mit dir verbunden? Ja, wir sind mit dir schon digital verbunden. 5 Minuten für dich. Ja, hallo, vielen Dank. Liebe Grüße aus Potsdam. Ich werde natürlich nicht die ganze Studie vorstellen können, das würde den Rahmen sprengen, sondern nur die wichtigsten Elemente. Und zwar sind wir bei der Studie so vorgegangen, in der ersten Phase, dass wir die Methodik und Ansätze geklärt haben. In der zweiten Phase war die Marktanalyse. Und zwar haben wir da eine Portfolioanalyse durchgeführt, wo wir die Akteure identifiziert haben, die Zielgruppen, Bildungstechnologien und Bildungsthemen.
Und basierend auf dieser Analyse haben wir die Expertenumfragen abgeleitet und durchgeführt. Ich springe auch gleich zu den Ergebnissen. Es wurden unterschiedliche Unternehmensgruppen befragt. Größten Anteil, also die größte Branche, Maschinen- und Anlagenbau, Dienstleister, IT-Automatisierungsdatenanalyse. Und bei den Experten haben wir unterschiedliche Bereiche oder Ebenen abgefragt. Die größten Ebenen waren die Geschäftsführung und die Abteilungsleiter. Kommen wir zu der Auswertung. Also auf die Frage hin, ob bereits Weiterbildungsangebote existieren für KI oder Industrie 4.0, war schon ganz interessant zu sehen, dass die meisten großen Unternehmen das Thema adressieren, KI in der Industrie 4.0. Hier ist auch interessant zu erwähnen, dass die wenigsten auf externe Lernangebote zurückgreifen, sondern eher individuelle, spezielle Lernangebote ableiten. Und das hat meistens damit zu tun, dass sie auf ihre Produkte und Prozesse die Weiterbildungsangebote auch geschneidert sozusagen selber entwickeln. Die Teilnehmer oder die Befragten, wo keine Weiterbildungsangebote derzeit existieren, waren hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und auf die Frage hin, wo denn Bedarf bestünde, also die Domain-Frage, haben wir klassische Bereiche, Diagnostik, Werkzeugmaschinenfertigungsprozesse, aber auch in der Produktionssteuerung, Qualitätssicherung sehen die meisten Experten einen Handlungsbedarf. Auf die Frage hin, welche Lerntechnologien oder Lernformate interessant sind, haben wir die Antwort gekriegt, dass Präsenzveranstaltungen wieder in werden. Also die Leute wollen sich gerne treffen und Online-Live-Veranstaltungen. Womit wir nicht gerechnet hatten, waren, dass Blended-Formate irgendwie nicht so ganz angenommen werden oder akzeptiert werden. Das war eine kleine Überraschung im Rahmen der Umfrage. Dann auf die Frage hin, welche Bereiche oder Weiterbildung zum Thema KI benötigt wird, hat sich ganz klar herauskristallisiert auf der Führungsebene. Ist da einiges noch zu tun und vor allem für Ingenieure mit IT-Schwerpunkt und Techniker. Das heißt, da ist auch eine Spanne von den Angeboten und Werkzeugen auf der einen Seite natürlich ganz tief in der Materie, wie man mit MLOps zum Beispiel oder Automation ML KI in die Produktionsumgebung überführt. Auf der anderen Seite aber eher, wie KI im Grunde die Geschäfte oder Geschäftsmodelle verändern kann. Ist da auf jeden Fall ein großer Bedarf identifiziert worden. Wenn wir auf die Kooperation und Vernetzungsformate gehen, haben die meisten oder werden die meisten interessiert in die Integration von Lernangeboten in Weiterbildungsaktivitäten. Das heißt also, deren Weiterbildungsaktivitäten, die bereits vorhanden sind, zusätzliche Lernangebote und Materialien zu integrieren und Workshops zu digitalen Lernangeboten. Generell ist auch großes Interesse vorhanden, das, um sozusagen die Vermittlungsproduktivität innerhalb der adressierten Unternehmen auch steigern zu können. Und da sehen wir wieder einen Unterschied zwischen Mittelstand und Großunternehmen. Also da ist die Interesse bei den Mittelständlern auf jeden Fall größer, mehr Erfahrung über digitale Lernplattformen auch innerhalb des Unternehmens zu generieren oder zu erhalten. Genau. Das war schon mit meinem Vortrag. Ich glaube, ich bin in der Zeit. Ja, super. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Oh Gott. Vielen lieben Dank. Die erste Frage aus dem digitalen Raum, wenn du so lieb wärst, Alexandra, zurückzukommen. Wo kann man diese Studie runterladen? Also die Folien, die du gerade geteilt hast, kann man die irgendwo sehen, Sona? Die ist noch nicht veröffentlicht. Ja, sorry. Die Frage ging jetzt, glaube ich, an dich. Das heißt also, geht die Frage an mich? Oder ja. Also die war jetzt nicht im Netz adressiert, aber es sieht so aus,
als ob das zeitlich an dich kam. Also das, was du gerade geteilt hast, kann man das irgendwo runterladen, die Daten, die Studienergebnisse? Nee, noch nicht. Also noch nicht. Wie gesagt, es sind Teilergebnisse aus einer laufenden Studie. Okay. Da haben wir bemüht, so schnell. Und das ist, wie gesagt, eher eine Expertenumfrage gewesen. Genau, also es soll veröffentlicht werden, aber okay. Es ist noch nicht runterladbar. Okay, vielen Dank. Bitte, bitte, go ahead, Stefan. Hört man mich noch? Ja, hört mich. Genau, weil, also danke, Sona. Wir machen das sozusagen, ich betreue diese Studienentwicklung ein bisschen mit und bin da mit Sona im Austausch und wir überlegen schon als KI-Campus, wir haben ja diese schöne Reihe der Diskussionspapiere und da wollen wir das vielleicht dann veröffentlichen in dem Rahmen und gerne nochmal vorbeischauen. Wir werden da natürlich auch das bekannt geben, wenn es dann soweit ist. Aber okay. Schöner Kommentar. Okay, super, vielen Dank. Vielleicht noch eine herzliche Bitte an unsere Social-Media-ExpertInnen, dass ihr vielleicht ganz kurz sagt, wo nachher die Videos, wenn die hochgeladen werden, sind die auf YouTube zu sehen, auf der UFF-Seite, wo man die nachher findet. Auf Let's Get Digital, also da findet ihr langfristig dann die Sachen on demand. Wisst ihr, was ich eben gedacht habe, als ich da saß? Ich habe gedacht, ich bin jetzt durch, mein Hirn ist jetzt gar. Nee, als Moderatorin, ich habe versucht, euch zuzuhören über den ganzen Tag. Ich merke jetzt mal, wenn ich jetzt eine KI wäre, dann hätte ich keine Lust nach Alkohol, ich wäre nicht müde, mir wäre der Sauerstoff egal. Das bringt mich aber zu einer Frage, weil ich habe das jetzt gerade gefühlt und gedacht, oh, doof, dass ich ein Mensch bin. Wie lange glaubt ihr, dass es noch brauchen wird, dass wir solche GPTs haben, dass die beispielsweise in jeder Form von Diskursformaten, wo wir drauf reagieren wollen und so weiter, dass das alles viel schneller geht, dass wir die Dinge, wenn wir sie vorne gut programmiert haben, dass wir sehr schnell in Realzeit alles Mögliche machen können, was wir uns heute... Glaubt ihr, dass diese Entwicklung... Ich meine, gucken wir uns an, was in den letzten 2 Monaten passiert ist. Können wir noch mal einmal ganz kurz zur Geschwindigkeit zurück? Am Ende des Tages? Was ihr glaubt. Ich finde das schön, ja. Das ist ja, nein, einfach schöner, schöner Aufhänger. Kein Blick in die Kristallkugel, nein, aber ich meine, in den Bereichen, in denen ihr tätig seid. Ja. Soll ich da kurz? Bitte, geh mal rein, Stefan. Ja, oder du. Ich würde einfach sagen, natürlich wird dieses GPT ja, genau an der Stelle werden wir ja niemals Empathie entwickeln, würde ich mal sagen. Also dieser Form, vielleicht eine gespielte, eine vorgetäuschte Empathie, aber eben keine echte. Und deswegen werden wir ja an der Stelle uns auch niemals begegnen. Sondern es wird dann immer nur eine Ineffizienz signalisiert werden und die ist ja demütigend. Also an der Stelle würde man sich dann abwenden, so wie man nicht gerne mit dem Schachcomputer spielt, der immer gewinnt. Mhm. Das ist auch kein schönes Erlebnis, dann spiele ich lieber gegen realen Gegner, wo der auch mal einen Fehler macht. Und dann kriegt es wieder eine soziale Dimension, die interessant ist für mich als Mensch. Also ich kann praktisch nicht aus meiner Haut, ich bin ein Mensch mit allen Mängeln, ein Mensch als Mängelwesen, hat ja mal der Gehlen da gesagt. Und damit muss ich agieren, das macht es aber ja praktisch auch lebenswert. Und deswegen ist dieser Wettbewerb nicht die Marschroute, diesen Wettbewerb zu bestreiten. Das ist ganz schnell, glaube ich. Nee, aber ich hätte es ja total toll gefunden, wenn zum Beispiel ich eine KI hätte, die mir Fragen vorschlägt, mit denen ich dann kuratierend umgehen kann, im Sinne von, oh, vielleicht kommt die auf total andere Ideen, weil ich bin ja so beschränkt in meinem Hirn. Und da dachte ich, eigentlich wäre es toll, als Moderationstool im Sinne der Co-Pilotierung. Aber das war doch so schön, dass du jetzt gerade eine Schwäche zugegeben hast und eine Frage stellst, die komplett off-topic ist, aber genau den Kern der Sache trifft mich. Alle sind ja müde und alle sind ein bisschen erschöpft, aber das kann man ja auch zugeben und dann haben wir plötzlich einen ganz anderen Impuls. Aber ich bin ja nicht allein hier. Naja, also ich würde sagen, sowas wie ChatGPT kann Impulse geben, aber eigentlich lebt sowas wie ChatGPT davon, dass wir ihm Impulse geben. Mhm. Also der kommt ja nicht mit irgendetwas um die Ecke, was vorher noch nicht da war, sondern der muss ja mit dem umgehen, was wir ihm reingeben. Das heißt, es gibt sicherlich die eine oder andere Aufgabe, die der auch mal abnehmen würde. Aber diese wirklich neuen Impulse, die auch ein menschlicher Moderator da reinbringen kann. Na, warten wir es ab. Warten wir es ab. Wer ich bin überhaupt nicht ängstlich gegenüber der Entwicklung. Bringt mich aber zu einer nächsten Frage. Ihr merkt ja, ich bin jetzt gar. Deswegen, eure Fragen sind mir mehr als willkommen im Sinne des Schulterschlusses und der Hilfsangebote. Ich komme aus so einer kreativen Bubble in Berlin, wo sehr viele Leute im kreativen Bereich tätig sind, auch Mitte 50 wie ich. Und ganz viele sind ängstlich im Moment und haben das Gefühl, ihre Lebensleistung geht in Dutt. GrafikerInnen, IllustratorInnen, DrehbuchschreiberInnen, da gibt's ganz viel Sorge.
Und jetzt versuche ich, die Zahl zu kontextualisieren, die du, Sona, eben gesagt hast. Bei der Mensch-Maschine-Roboter-Kollaboration sind nur 11% der Menschen interessiert daran, Nachhilfe zu bekommen und sich weiterzuentwickeln. Ich war eben total überrascht über diese Zahl, dass also alle anderen, wenn es um Engineering-Fragen geht, da ist ein ganz großer Balken. Aber bei diesem Ding, was mache ich eigentlich mit der Maschine? Wenn ich aber in kreative Berufe gucke, sind die Fragen riesig. Riesig und die Ängste riesig. Habt ihr dazu noch einen Gedanken? Das sind ja auch Bildungsfragen und Weiterbildungsfragen der Zukunft. Aber das ist genau die Sache. Es ist eine Weiterbildungsfrage. Ja. Ich meine, solche Umbrüche hatten wir ja in den letzten 100, 150 Jahren immer wieder. Immer wieder die Angst, die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg. Das gab es in verschiedenen Flavors immer wieder. Und wir haben immer wieder Jobs gefunden, die uns dazu bringen, dass wir als das, was wir als Mensch machen, uns als Gesellschaft auch voranbringt. Ist ja toll, wenn der Computer, wenn die KI uns Dinge abnimmt, parallel Sachen macht. Ja, ist toll. Dann können wir uns als Menschen auf das konzentrieren, was dann den Mensch ausmacht und was die Gesellschaft dann auch nochmal weiterbringt. Ohne Industrialisierung wären wir auch nicht hier jetzt. Ja, ja, keine Frage. Ich will nicht zurück. Ich will den Diesel nicht zurück. Sona meldet sich gleich. Aber du noch, Stefan, und dann gehen wir an Sona ab, bitte. Ich kann mich ja als lebendes Beispiel des Transformationsprozesses hier zur Verfügung stellen. Ich bin ja Designer, studierter Designer sozusagen. Und das Spannende ist ja eben, dass vielleicht diese klassischen Tätigkeiten des Designs, die werden zum Teil langweiliger, weil sie eben viel effizienter werden und man in diesem Strudel möglicherweise gar nicht mehr so spannende Fragen stellt. Aber die Technik, die man gelernt hat, die man Design studiert hat, die ist ja völlig übertragbar. Also diese Art der Weltbetrachtung. Wir haben eben gehört, wie der Kretschmer sagte, wir sind Designer von Lernumgebungen. Ja, klar. Und das heißt, da entstehen ja schon die neuen Aufgaben. Ich bin jetzt hier der Innovationsmanager vom KI-Campus, aber ich glaube, ich kann die Kompetenzen, die ich ja gelernt habe, in einem Designstudium da auch ganz gut einbringen. Ich verstehe. Also sprich, da ist ja schon die Transformation da. Oder das neue Berufsfeld, was sich für eine kreative Position ergibt. Ich liebe dieses Slide, habe ich total gepostet in meinem Netzwerk, dieses not AI will replace your job, but the person who is enabled, da war so ein Ding vorhin, die mit AI arbeiten kann. Sona, du wolltest was sagen. Genau, und zwar würde ich da gerne anschließen. Also zu der Studie kurz, das sind hauptsächlich Industrieunternehmen gefragt worden, die im Bereich Industrie 4.0 tätig sind. Das heißt also, es ist keine allgemeine Befragung von unterschiedlichen Branchen, sondern sehr fokussiert worden. Zu deiner zweiten Frage, das ist super interessant. Also ihr habt es wahrscheinlich auch schon thematisiert, Prompt Engineering, das ist ein Thema. Und das Gleiche ist, früher mit den technischen Zeichnern, ja, also mein Vater war noch technischer Zeichner, hat per Stift sozusagen seine Schiffe gezeichnet und die Arbeit, die er gemacht hat, wurde substituiert durch CAD-Programme, ja, also Grafikprogramme. Und heute ist die Substitution dieser Grafikprogramme, die vormodelliert sind und wo man von Text zu 3D gehen kann, aber trotzdem wissen muss, wie man es promptet, wie man sozusagen die KI bedient. Ja, und wir sind zum Beispiel vom KI Service Center und arbeiten auch an der nächsten Station, dass wir Voice to 3D-Modell sind. Das heißt also, es wird einfacher, kreativer zu werden. Mhm. Und die KI ist in der Hinsicht ein unterstützendes Element. Natürlich auch viel, viel schneller. Also wenn wir jetzt sehen, bei den Quellcodes, was wir programmieren, wir müssen unsere ganze Informatik-Lehrstudiengänge umstellen, weil wir haben 10-mal mehr Produktivität. Das heißt, was einer früher in 10 Stunden oder 10 Tagen programmiert hat, schaffe ich alleine, obwohl ich in bestimmten Bereichen nicht der Beste bin, in 30 Minuten, indem ich richtig prompte. Das heißt also, die Effizienzsteigerung wird immens und dadurch natürlich auch die Produktivitätssteigerung und auch alle Produkte. Wir haben in den letzten 10 Monaten etwa 1000 Startups weltweit, die nur eine Schnittstelle zu ChatGPT bedienen und ihre Produkte als Interface Prompting bereitstellen. Und das ist eigentlich disruptive. Das heißt also, da müssen wir uns echt warm anziehen. Ja, und im Sinne des warm Anziehens, mich würde noch interessieren, ich hatte gerade in diesem Consultancy-Zusammenhang, war das Thema Prompting. Wie krass das jetzt nachgefragt wird, da würde mich jetzt nochmal eure Einschätzung interessieren. Kann es gelingen, an einem Standort wie Baden-Württemberg hier auch den Unterschied zu machen und zu sagen, ey, das sehen wir wirklich als eine Key-Kompetenz. Es wird jetzt so nachgefragt, wir investieren da heavily, damit wir paneuropäisch die Nase vorn haben. Natürlich ja. Ich meine, klar, also ich glaube,
Die Frage ist, wir haben ja schon gehört, auch Kretschmer hat gesagt, 90% der Leute, die Sie ausbilden, kommen aus dem Ausland. Ja, das heißt, da 70, haben Sie ja, glaube ich, oder so. Okay, sorry, ja. 70%. Ich glaube, es waren aber irgendwas ja. dazwischen. Auf jeden Fall eine echt hohe Zahl. Jetzt ist die zweite Frage, wie viele von denen bleiben denn hier? Also erstmal, wir haben heute schon mal gesprochen, kann es eine Sogwirkung entfalten? Die Sogwirkung ist da ja schon geschafft, weil die Leute sagen, ich kriege da eine vielleicht verhältnismäßig günstige, sehr gute Ausbildung. Aber dann gehen sie vielleicht wieder ins Ausland, ehrlich gesagt. Ist wahrscheinlich ein Szenario. Aber wenn man jetzt eben sagt, ihr seid schon hier, jetzt müssen wir euch ja nur noch abholen. Das heißt, ich brauche nur noch einen attraktiven Grund, die Leute zu halten. Und ich ist ja lustig. Und gestern haben nur wir noch einen attraktiven. Ich will ich habe gestern. Aber was heißt denn das? 42. Hat gestern der Leiter hat mir gestern gesagt, ich war in Silicon Valley und ich war in Berlin ganz lange und ich habe in Heilbronn gefunden, was ich dort nicht gefunden habe. Also das heißt, da ist ja was zu finden hier, die Nähe und so weiter. Das ist jetzt der Werbeblock für Baden-Württemberg zum Schluss. Johannes, du willst noch von was sagen? Von einem Berliner, Alexander? Sehr unglaubhaft, aber bitte. Johannes, du auch noch dazu, weil ich finde, dieses halten wollen, das ist ja eine riesig große Frage. Womit halten wir die Leute? Das eine ist Geld, das andere sind ja ganz andere Faktoren. Johannes. Ich komme zwar nicht aus Baden-Württemberg, ich kann aber zumindest zu dem Prompting was sagen und würde da auch an Sona nochmal anschließen. Ich denke, worum es hier eigentlich geht, ist, dass wir die Tools, die wir zur Verfügung haben, einsetzen. Und uns muss halt bewusst sein, gerade wenn wir in der Ausbildung sind, dass wir jetzt nicht warten können als Lehrende, uns zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere KI-Lehre weiter, wir lernen Modellierung, keine Ahnung. Das ist ja so, man muss sich einfach mit diesem Trend mitbewegen und da sind wir in der KI einfach in einer schwierigen Lage, weil das Feld einfach nicht etabliert ist. Wenn ich jetzt Physik als Lehrgebiet habe, da hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht so viel entwickelt. In KI mache ich meine Vorlesung und im Wintersemester ist die Vorlesung schon wieder anders, weil schon wieder 3 neue Tools draußen sind. Ja, klar. Ich glaube, da müssen wir irgendwie mitdenken und vielleicht um nochmal zurückzuknüpfen auf unser Projekt mit dem Anwendungsprojekt, ist das genau die Idee, dass wir halt hier auch diese Schnelligkeit berücksichtigen können, weil ich kann ja nicht jedes Semester immer auf den neuesten Stand bleiben, aber so, wenn wir als Community da denken, ist das genau die Idee, da solche Impulse auch reinzugeben. Und jetzt gebe ich nach Baden-Württemberg. Ich sage nicht, du hast das letzte Wort, aber noch ein Gedanken. Also ich würde sagen, wenn das Land der Tüftler und Denker es nicht schafft, am Puls der Zeit zu bleiben, wer soll es denn dann schaffen? Alexandra, vielen Dank. Vielen Dank für eure inspirierenden die U-Kurve am Ende des Tages. Ich glaube, wir gehen...